Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Space Engineers und zwar in der Staffel 2 im kreativen Modus. Vor mir zappelnd, ich eigentlich auch vor mir zappelnd, die Ente. Quack, quack, servus. Servus. Ja, wir haben endlich doch noch geschafft, in Staffel 2 anzukommen. Also wir haben, ihr glaubt es gar nicht, wir haben hier, wir spielen das Ganze jetzt auf dem Server, der uns freundlicherweise von Nitrade zur Verfügung gestellt wird. An dieser Stelle erstmal danke dafür. Das ist echt spitze. Wir haben ja so viele Probleme gehabt mit dem lokalen Hosten und auf so einem Server hier geht das bis jetzt ganz gut. Also bis jetzt funktioniert es, ja. Ja, es scheint auch wirklich ein bisschen Probleme zu machen, wenn man das lokal hostet. Ja, und jetzt haben wir, wie gesagt, spielen wir auf einem Server und schauen mal, wie das da so läuft. Es gibt immer noch kleine Verzögerungen, also in so einem minimalen, also wenn man praktisch links klickt, dann so eine Nuance dauert es, bis die Sachen gesetzt werden, aber das ist halt für uns beide gleich und nicht für die Ente irgendwie bescheiden und für mich irgendwie super, weil ich das Ganze lokal hoste. Ja, wir haben eine neue Welt angefangen, das liegt daran, woran liegt das eigentlich? Ja, wir haben den Server so eingerichtet und rumprobiert und dann ist hier ein ganz hübscher Ast. Problem ist auch mit den Mods. Ja. Da wir jetzt auf dem Server spielen, wenn wir Mods einfügen, sprich, das muss man machen, bevor man die Welt generiert. Ja. Das funktioniert nachträglich nicht. Wir hatten es ja so gemacht, dass wir beide sozusagen für uns die Mods gemacht haben und das ging halt, weil Minis ja gehostet hatte und wenn er es dann sozusagen für sich hatte, ging das. Wenn wir jetzt auf dem Server spielen, ist es gerade mal egal, ob wir irgendwelche Mods haben oder nicht. Die müssen auf dem Server halt installiert sein und dann mussten wir einfach eine neue Welt generieren. Also. Genau. Und ich finde eigentlich, der Hauptgrund ist auch der, guck dir mal an, was wir hier für einen Asteroiden gefunden haben. Wir können ja mal ein Stück zurückfliegen. Da oben ist die Ente irgendwo, ich sehe sie schon gar nicht mehr, aber ihr seht die Station da oben und auf dem Asteroiden wollen wir bauen und das Ding hier ausbauen. Und ich kann mir schon so geile Sachen vorstellen und zwar außen am Asteroiden lang irgendwelche Serpentinen, also Treppen, die sich dann in den Fels reindrücken. Ja, oh Gott, hab ich da Bock drauf. Ja. Scheiße. Also das, wenn ich das Ding so sehe, wir haben eine neue Skybox, wie ihr seht, also diesen Hintergrund, der ist relativ hell und freundlich und ein bisschen weniger blau als der alte. Genau, ja. Den haben wir auf dem Server installiert. Wir haben hier so eine kleine Startplattform gebaut, weil ihr wisst ja, wenn ihr eine neue Station baut, dann ist sie in eine gewisse Richtung ausgerichtet. Wir hatten so eine geile Skybox, wo man die Erde im Hintergrund sieht, das sah richtig super aus. Richtig, richtig cool aus. Aber da gab es halt wie einen Horizont und das Problem war, eine Station neu zu bauen, war praktisch genau um 45 Grad gedreht zum Horizont. Also ich meine, da hätte ich... Also ihr kennt es ja, wenn wir jetzt hier einmal G drücken und neue Station und den Stationsblock, den kann man ja jetzt nicht drehen. Also leider kann man das nicht wie bei Standfüßen oder so, also wie mit den Füßen von Raumschiffen oder so drehen, sondern der ist fest ausgerichtet und da lässt sich nichts dran machen. Und der war ungefähr so, nicht mal ganz 45 Grad zum Horizont und das hätte blöd ausgesehen. Ziemlich bescheiden ausgesehen. Ja. Du wachst morgen in einem Sonnenbett auf, kurz über der Erde, aber das wäre mir blöd gewesen. Ja. Ja. So, das ist unsere Grundstation für unsere Station, ne? Genau, wir haben einfach mal eine Platte. Genau. Ich würde sagen, wir sollten jetzt die Platte so weit erweitern, von der Grundfläche, dass wir, sagen wir mal so, dass wir Stelzen noch montieren können, weil der Asteroid ist ja mehr hochkant. Genau, ja. Stelzen sollten wir auf jeden Fall machen, klar. Ja, ich schalte mal das Menü ein. So. Ich würde hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen freilassen. Um die Kante. Einfach, damit es optisch halt auch passt, so um die Kante, genau. Weil wir können ja jetzt einfach nur schön bauen. Wir können schön und das wird cool. Kann man nicht noch eins weiter raus? Nee, dann wird er in den Felsen reingesetzt. Ja. Ich überlege auch, ob wir hier noch eins weiter rein. Also nach vorne sollen. Können wir auf jeden Fall noch raus. Ja, ich wollte es gerade sagen, also vielleicht ein bisschen schon noch, weil sonst ist die. Achso, so alleine. Nee, das ist zu viel. Da ist doch Platz für das. Finde ich jetzt. Ich finde, da ist genügend Platz. Also ich dachte jetzt, du wolltest noch in den Felsen rein, aber es hätte wahrscheinlich komisch ausgesehen. So, ich gehe mal nach vorne ein bisschen. Ach, man kann mit Schiff wieder ziehen. Das ist schon, hat so seinen Vorteil. Das ist ganz, ganz cool eigentlich. So, so ja. Weiter würde ich gar nicht rausgehen, weil ansonsten würden die Stelzen, glaube ich... ich mache dreieckige Stelzen, oder? Also diese, wie wir es schon mal ganz am Anfang in der... Ja, mach mal. Das ist ja dann. Ja, mach mal. Klingt so, ja, ja. Ich würde auf der einen Seite jetzt irgendwie wie so einen Überhang machen wollen. Ich meine, das geht ja mit den Stelzen. Nach hinten raus oder nach vorne raus?
Ja, hier zu mir so, weil es hier ziemlich steil nach unten geht, da passt das, glaube ich, ganz gut. Hier ist noch eine Kante, ja, das würde gehen. Nach vorne raus ist halt sehr, sehr gerade runter, deswegen würde ich jetzt auch nicht großartig weitergehen. Zumindest für die Stelzen nicht. So, dann drehe ich mich mal auf den Kopf. Ach, wie cool, wir können wieder Space Engineers spielen. Ich hoffe, dass uns, also die Updates bei Netrado kommen da relativ schnell. Da gab es ja jetzt immer dieses Donnerstag-Update und die waren da recht zügig. Also da gab es ja dann auch noch, heute haben wir Samstag, da gab es ja nochmal ein Update. Irgendwie wieder dieses einen Tag nach Release Update. Oh, hier muss ich aber ein bisschen was rausnehmen, sonst sieht das nämlich schlecht aus. Und die haben relativ schnell das Update eingespielt. Da hatte ich immer so ein bisschen Bedenken, weißt du, wenn man auf so einem gehosteten Server spielt und praktisch selber nicht für diese Updates verantwortlich ist. Mhm, klar. Oh, ich mach das lieber mit rechts. Wow. Hast du mal einen Bohrer rechts abgebaut? Ja. Schwierig, der baut ja sehr schnell. Ich habe ein riesen Loch hier gerade reingefräst in den Felsen. Das ist ja... Da fliegen auch die kleinen Brocken. Guck das mal an. Ich wollte eigentlich eben nur ein bisschen was wegnehmen. Ich habe mit rechts festgehalten, habe hier voll das Loch eingesenzt. Also mal Ringe. Sieht jetzt zwar nicht so schön aus, aber was will man machen? Ja, passiert. Gut, man könnte noch so, man könnte das Ganze noch so ein bisschen abschrägen. So. Machen wir zwei Stelzen, also links und rechts sozusagen, oder? Guck mal. Guck dir mein Ergebnis bitte mal an, bevor ich hier... So. Achso, so meintest du ja. Sieht doch ganz gut aus, oder? Ja, ich würde die auch so oben festmachen, das heißt, ich würde die nicht eigentlich... Ja, dann mache ich noch eine Landung, eine Ebene nach draußen. Ja, nee, ich wollte das ja schon... Das mache ich jetzt schrägen oben dran, oder? Genau. So. Das heißt, die Station wird um eins weiter noch. Ja, um eine, Seite. Eins nach vorne. Achso, eins zur Seite? Ja, auch, oder? Auch dann, demnach. Oh, genau. Gut, dann mache ich nochmal die vordere Kante, ziehe ich mal hier rum. Ja. So. Klick, klick, klick. So. So passt. Jetzt haben wir die Kante. Zur Seite hin, wie machen wir das? Das ist aber auch cool jetzt, weil jetzt ist sie ungerade von der Länge her. Das ist und, gut, dann würden Türen mittig setzen, sitzen. Ja, genau. Soll ich die Kante hier Richtung Felsen auch abschrägen, zu mir hin? Da kommt nichts. Ja, ich überlege gerade, keine Ahnung. Kannst du ja machen. Das ist ja hier dann praktisch, du ziehst eine Linie und wenn es gut aussieht, ist gut. Wenn nicht, ziehst du eine Linie und ist wieder weg. Also. Meins hat nur Vorteile, in Kreativmodus gegangen zu sein. Whoa. Ich bin da Fan von, ja. Ups. So. Guck mal, das sieht doch gut aus, oder? Liegt so am Felsen an. Ja. Dann würde ich hier vorne gerade so eine Ecke einsetzen, wie du das immer machst. Ich bin da nicht so schnell, aber ich versuche zu lernen. Ah, schön, mal alles ausprobieren. Und wir können ja, wollen wir einen kleinen Einblick geben, was wir in Mods eingebaut haben? Also das ist... Können wir eigentlich machen gleich, ne? Theoretisch könnte man das so tun. So, warte, dann mache ich nochmal die zwei und dann... Achso, und der müsste doch dann jetzt sozusagen... So. Abgeschrägt. Vor allem sollte man dann mal auch in so eine Krankenstation oder sowas setzen. Achso, Moment, ich bin noch gar nicht fertig. Ich habe ja den zweiten Fuß nicht. Zup. Und ja, hast du noch im Kopf, was wir alles für Mods... Oder meinst du jetzt einfach die Sachen... Ich würde das Inventar halt, ne? Zeigen, genau. Ja. Das können wir nochmal machen, genau. Ein paar Sachen sind zwischendrin versteckt, deswegen muss man hier so ein bisschen gucken... ganz neu hier Düsen. Wir haben jetzt Triebwerke drin. Nein, war ein Spaß. Ich gehe einfach mit. Okay, war ein Spaß. Wir haben Solarpanel eingebaut. Nee, ist auch ein Spaß. Das war ja schon drin. Okay, jetzt wird's lächerlich. Jetzt höre ich auf. Wo ist denn das erste Neue? Das erste Neue ist hier bei den Fenstern. Genau. Da kommen hier Cryogenic Pots. Die hatten wir schon mal händisch eingebaut. Ganz kurz zwischenzeitlich drin, ja. Und dann irgendwann immer mit den Updates, wo wir die händisch wieder hat reinfügen müssen, haben wir dann, lassen wir. Genau. Dann haben wir kamen ja nie dazu, die zu benutzen. Large Bank.
Large Bunk, genau, das sind so wie in den Block eingelassene Betten, die man sogar, glaube ich, benutzen kann. Ja, wir können ja sehr probieren. Cool, sehr schön. Wir können ja mal, wir haben Kreativmodus, also wir haben ja die Möglichkeiten. Das ist ja hier, das sind die Cryopods und das ist hier so. Ich habe mal die Bank rausgeholt. So. Wie rum sind die denn? So, oh, die sind schon. Ach so, rum. Ach, wie geil, jetzt sehe ich das erst. Kann man die verwenden? In mein eigen Doppelbett. Ich will hier rein. Geht nicht, gell? Oh doch, das geht. Was? Wie hast du es gemacht? Wie? Oh mein Gott, ich lieg einfach mal drin und penn. Ach, wie cool. Du liegst... Du musst, wo ist da das T? Oder das zum Anlocken? Links am Rand, da wo das hier... Das Kissen, ne? Ist? Der Vorhang ist. Ah, Vorhang ist. Aber auch nur nicht. Unten anscheinend. Ah, da. Jetzt sehe ich's. Ah ja, okay. Und sonst gibt's keinen... Nee, es gibt nur unten. Oben nicht, ja. Ja gut. Aber das ist ja trotzdem cool. So, ich lege mich mal kurz hin. Sehr cool. Ich gucke an den Sternenhimmel, ruhe mich aus in meiner kleinen Zelle. Coole Sache. Also das ist ja schon mal fett. Das finde ich ja echt cool, ja. Gut. Aber die Cryopods, die konnte man, glaube ich, nicht benutzen, ne? Sieht nicht so aus. Die sind einfach mehr so, das sind ja auch, man sieht ja auch, da ist so eine Textur drüber, die so aussieht, als wäre das von innen beschlagen. Also so. Genau. Ja, wir haben ja, Cryopods haben wir auch mehrere, weiter unten sind ja, glaube ich, irgendwo noch, oder ja, nicht? Wir haben, nee. Was haben wir denn noch? Wir haben die Docking... Docking Ring kommt, Docking Ring Airlock, da kommen weiter unten noch, genau, hier kommt noch Docking Ring Clamp und Docking Ring Airlock Reverse. Genau, die sind... Und hier Docking Ring Sektor, genau. Das, wie man es aus den Filmen kennt, wenn man so, ja, mit so seinem Raumschiff irgendwo andockt, dass man die Kapseln hier verbindet und dann da so rüber wandern kann in das nächste. Genau, ich habe die gerade mal ausgewählt. Ja. Fangen wir vielleicht mal mit der 6 an, bevor wir hier groß am Bauen sind. So. Wir entfernen gerade mal die anderen, ne? So. Jetzt müssen wir mal ausprobieren, ob die auch... das sieht auch schon cool aus. Gehen die? Also müssten ja, oder? T... Ich muss in die Innenperspektive gehen, das ist einfach, ich kann das auch nicht ansteuern. Das ist haben die vielleicht keinen Strom? Kein Strom? Stimmt, wir haben hier gar keinen Strom. Warte mal, Moment. Wir machen für euch ein bisschen eine kleine Vorstellungsrunde der Mods, mit denen wir hier spielen. Jetzt haben wir ja unsere Grundplattform gesetzt. Genau, Generator, Reaktor groß. G5. Flansche ich irgendwo mal hin, ist ja mal egal. Nehmen wir eh wieder weg. Genau. So, und? So was Cooles. Vor allem, wenn man... Oh, warte, das müssen wir jetzt einfach mal ganz testen. Mit der Röhre? Wir machen das jetzt mal ganz... Wenn man zack hier und zack hier, zack hier, zack hier, dann haben wir einfach alle Teile. Was ist denn der 7-Verbinder? Oh, das ist aber groß. Der gehört nicht dazu. Ach, das ist so eine... Mit so Leitern drin. Den kann ich hier mal flach positionieren. Also, das ist der Teil hier. Ich hab mal... Guck mal hier, das ist einer von diesen... Docking-Ringen. Was ist das? Okay, du hast... Ah, Docking-Ring. Ah, okay. Das heißt, das müsste theoretisch, müssen wir das mal hier... Das kannst du... Außen anbringen. Und das einfach nochmal weg. Und bringen das mal hier an. Macht zwar keinen Sinn, weil da können wir... Ah, das funktioniert noch nicht. Ja, man kann ihn nur flach legen. Man könnte den zum Beispiel hier so dran setzen. Also jetzt rein theoretisch würde es da hinten weitergehen. Man muss praktisch eine senkrechte Wand haben. Ja, stimmt. Ja, und das ist dann sozusagen das Verbindungsstück. Das kann man dann noch von der anderen Seite machen. Genau. Das ist die Clamp, die Klemme. Sagen, hier. Geil. Da passt dann wieder schön noch so eine Röhre dran und dann hier sozusagen... Und jetzt kann man ein Raumschiff dran bauen, oder sehe ich das? Also hier hinten dran wäre das jetzt... Das sieht ja Hammer aus, oder? Hier mit diesen... Ich muss mal das Ding... Mit diesen Gasdruckdämpfern hier. Und den Spulen und... Sieht echt cool aus, ja. Okay, pass mal auf. Lass uns mal hier kurz ein Raumschiff dran bauen, oder? Und das ist halt theoretisch einfach was, wo du dann... so durchlaufen kannst. Jetzt mal die Leitern kann man nicht benutzen, aber... Ich würde gerne mal die Klemmen lösen. Bing. Die Klemmen lösen? Ja. Haben die ein Kontrollfeld? Weiß ich nicht. Vielleicht über einen... Ich meine, das ist ja jetzt... wo ist denn unser Reaktor hier? Achso, wollen wir mal über den Reaktor machen, ja. Und? Docking...
Airlock, bla bla bla. An, aus, was? Mach mal eins aus, vielleicht fällt's ja runter. Klemme mache ich mal aus. Jetzt ist er einfach nur von grün auf weiß gestiegen. Ja, aber jetzt könnte der auch beispielsweise abgekoppelt werden. Meinst du, dass man dann zurückfliegen kann? Mhm. Okay, pass auf, wir machen für diese Folge einen schnellen Versuch. Wir basteln mal ganz schnell. Oh. Ja, die müssen wir auch entfernen jetzt, weil ich kann da nicht mehr drauf zugreifen. Die hat keine Verbindung mehr mit der Station. Wir machen das hier. Jetzt bau doch da was. So. Ich kann da nichts dran bauen. Jetzt. So. Und jetzt setzen wir hier drauf die 5. Alter Vater, die Generatoren, die sind so. Achso, ich sollte vielleicht einen kleinen Generator dran setzen, ne? Ja, langt ja. Ohne nur kleines. Reaktor klein. So. Dann ein. Da können wir auch gerade die neuen Triebwerke schon zeigen. Ah, stimmt. Hier kurz ja, ein kleines Schiff bauen. Das ist eine gute Idee. Dann nehme ich hier Small Armor Thrust. Ich kümmere mich mal kurz. Und nochmal dasselbe Sloped. Und das Cockpit. So. Also ein bisschen schwachsinnig. Ich drehe das mal ein bisschen. So. Das sind schon ein paar Bretter hier da. Ja. Ja. Aber die sind aber halt versenkt. Ist halt auch ein großes Schiff. Also das genau, ja. Wenn überhaupt. Nicht, dass das als Station gilt. Nee, muss ja, kann ja nicht, ne? Jetzt hast du die versenkten, ne? Ja, genau. Ihr seht das ja, schon, die sind, nur, um so, die, auch mal zu zeigen. Die sind so ein bisschen eingelassen halt. Ich finde, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich setze schon mal ein Gyro. Ein Gyroskop. Gyro. Und wir müssen echt aufpassen, weil wir haben ja jetzt auch Thruster Damage ja. an. Ja. So. Wahrscheinlich verbrennt uns jetzt die Station, weil wir da. Oder eher hier der kleine Reaktor. Achso, ja, das könnte auch sein. So, haben wir in alle Richtungen oben, unten. Wir haben links, rechts. Vorn, zurück. Haben wir jetzt auch. So. So aus, ja. Achso, speichern ist ja nicht. Der Server speichert automatisch alle 5 Minuten. So, ich, ich kann nicht abdocken. Okay, ich hoffe auch mal, dass das jetzt wirklich als Schiff zählt. Wahrscheinlich aber nicht. Hätten wir wahrscheinlich anders bauen müssen, oder? Wir hätten wahrscheinlich ein Schiff bauen müssen. Sehr wahrscheinlich, ja. Also wenn ich jetzt hier mal auf K gehe. Nee, Moment, ich sehe alles. Ah, die Moment, die ist an. Ich habe jetzt ausgemacht. Nö. Ich glaube, das ist aber eine Station. Ja? Ja, weil eine Station kannst du ja nicht fliegen. Okay, wir probieren das noch für diese Folge ganz kurz aus. T. Ich würde hier, wenn es recht ist, gerade schon mal die anderen Sachen hinstellen, weil wir haben ja ein paar Sachen. Ja, genau. Wir werden das im Laufe des Let's Plays ausprobieren. Ich meine, wir haben ja jetzt den Kreativmodus, das heißt, wir können ja ordentlich. Ja, guck, das ist eine Station, sonst würden nämlich hier die Brocken fliegen. Schick. Aber das geht bestimmt. Ja. Da gehe ich auch davon aus, würde ja sonst keinen Sinn machen, sowas einzubauen, oder? So, ich habe jetzt hier, warte, wie heißen die Dinger? Wir haben hier so ein Konsolenpack. Genau. Mod, whatever installiert. Hier diese dunkelschwarzen mit Kurve, mit längerer Kurve. Da können wir einfach mal hier von A nach B alle durchbauen. Ja, einfach eine große. So, hier Numero Uno. Ja. Numero Duo für in der Ecke. Das Ding. Auch. Was mich mal interessieren würde, kann man die einfärben? Ich nehme jetzt einfach mal ein Rot. Das sind aber ein paar geile Teile dabei, du. Nee, kann man nicht einfärben. Die haben anscheinend feste Farben oder zeigen es nur nicht an. Ja. Okay, den kann man eventuell nicht setzen. Nee, da brauchen wir gerade mal kurz. Du brauchst eine Decke. Genau. Guck mal, mit so einem beweglichen Stuhl daneben. Ist das nicht geil? Jetzt gehe ich hier hin und sag T. Schade, wenn man jetzt noch hin und her rutschen könnte, dann wäre mir einer abgegangen. So, Maus und Tastatur. ABSD hatte die Hand nicht. Okay, wir zocken. Ach, da kannst du gar wirklich dran setzen. Ja, ja.
Kannst ja mal reinsetzen. Das sieht auch cool aus. Also vom... Setz ich mal rein. Sehr cool, sehr cool. Vor allem auch diese durchsichtigen Bildschirme, die den Planeten zeigen und Angriff der Sterne. Krass, oder? Echt geil. Gibt's vor allem auch, dass du wirklich so die Hand am Joystick und Tastatur hast. Genau, hier ist für die Decke der Panel. Mit entsprechenden Sternendaten, wie ihr seht. Finde ich auch eine schöne Sache, um die Station einfach noch ein bisschen hübscher zu gestalten. Genau, vor allem wenn du einfach wie so Kommandozentralen baust, hast du hier alles Mögliche. Genau, jetzt kannst du hier rangehen und kannst genauso steuern, sehr wie cool. Man es halt kennt. Richtig. Bisschen hübscher als die... So, als die Standard-Pads. Ein wenig, ja. Als die Standard-Cockpits. Gott, Standard-Pads. Ja. Ja, das, was haben wir denn noch? Haben wir noch last but not least, dann haben wir noch hier solche... Was sind das für Switche? Keine Ahnung. Die kann auf jeden Fall, ich nehme mir nochmal die Cryogenic Pods Empty. Also die ganzen Dinge einfach offen. Wo die Leute schon rausgehopst sind. Ja. So, das ist der eine und das ist der andere. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, wo denn der Unterschied zwischen den Dingern ist. Sind doch genau die gleichen. Da muss man näher gucken. Okay. Die sehen ziemlich identisch aus, ja. Auch von den Reglern her. Wie heißen sie nochmal in den Dingern? Invert. Switch Stand und Switch Invert. What the heck? Was für ein Word? Was für ein Switch für was? Ja gut, einfach so ein Steuerpult, so wie man die anderen auch kennt. Also die verstehe ich jetzt nicht so ganz. Kann man die nicht drehen? Keine Ahnung, werden wir noch verstehen. Kann man die vielleicht nicht drehen? Warte mal, ich probiere das mal. So. Doch, kann ich in jede Richtung setzen. Also die sitzen nach außen praktisch, zu den Außenkanten. Achso, warte mal, vielleicht sitzen die einen innen. 7. Ja, das ist es. Ah, okay, das heißt der eine sitzt da sozusagen, der sitzt im Block zur Außenkante hin, genau. Gerichtet. Ups. Und der andere nach innen. Mit Escape abbrechen hier. Oh. Dann kein Space Engineers mehr gespielt. Das stimmt, ja. Ja. Traurig, aber wahr. Sonst haben wir im Moment noch nichts drin, aber ich finde, das sind ja auch ein paar ganz hübsche Sachen. Also die Triebwerke finde ich ganz cool, diese Undock-Klemmen sind wirklich gut und die Cryopods ist hier für so eine erste Station. Ja, ich finde, da kommen ein paar Sachen dazu. Mal gucken. Also hier das ist unsere Grundplattform. Wir wollten die der Sonne halt ausrichten so ein bisschen. Hat ja ganz gut funktioniert. Also ich freue mich schon drauf, hier was Kreatives bauen zu können. Ja, auf jeden Fall. Ja. Oh. Ich mir auch, ja. Ich würde sagen, wir sind erstmal am Ende einer Folge, der ersten Folge von Space Engineers der kreativen Staffel, Staffel 2. Ja, ich freue mich drauf, was Hübsches zu bauen. Ich auch, ja. Schöne Base, Raumschiffchen, was auch immer hier. Genau. Treppendschungel durch den Asteroiden. Ja, genau, so eine Serpentine darunter, wo man dann nochmal so absteigt. Also hier vorne, die Vorderkante wird bestimmt gut. Vor allem, wenn ihr seht, was hier für eine Einbuchtung ist. Ich drehe mich mal gerade. Da kann man schicke Sachen so an den Hang ranbauen. Blick noch was. Also die Stelze muss ich definitiv nochmal überarbeiten. Die muss noch Ecken reinbekommen. Dass der Fuß da ja anständig drin sitzt. Aber das ist ja auch im Kreativmodus jetzt überhaupt kein Problem. Wir schweißen ja nicht stundenlang an so einer Plattform, sondern wir können das ja alles hübsch gestalten. Und dann bauen wir erstmal die Station, dann kommt noch ein Raumschiff dazu, dann machen wir ein richtig fettes Mutterschiff. Oh, ich habe richtig Bock, ne? Das wird schon gut, das wird schon gut. Ja, auf jeden Fall. So, das sind die Grundlagen. Das sind die Mods, die wir derzeit eingebaut haben. Der Hintergrund gilt auch als Mod. Ich bin mir nicht sicher, ob wir im Nachgang noch welche einbauen können. Ich denke aber schon, also zusätzliche Mods gingen. Wir hatten nur Probleme mit dem Hintergrund. Den haben wir einmal versucht zu ändern und dann musste man irgendwie doch eine neue Welt generieren. Da ist genau, irgendwas kaputt. Genau, weil der wird... Also ich glaube auch nicht unbedingt, dass du Mods im Nachgang noch einfügen kannst. Weil ja, ich habe ja im Spiel mal die Welt erstellt. Das ist ja noch ein bisschen anderes Menü als jetzt beim Server. Und da war es so, dass du am Anfang, wenn du die Welt erstellst, den Reiter Mods noch auswählen musst und dann sozusagen die Mods der Welt hinzufügen musst. Okay. Also das ist schon so beim Generieren mit dabei. Ist halt alles Spekulation. Man kann uns ja korrigieren in den Optionen, in den Kommentaren des Videos. Könnt ihr mal drunter schreiben, ob ihr vielleicht Erfahrung habt beim richtigen Server. Für uns ist es... Genau, wir haben ja bisher immer lokal... Genau, wir haben es bis jetzt lokal gemacht und ja, jetzt hier auf einem Server, auf einem richtigen... Genau. Tja. Dann war es das zu der ersten Folge. Ja,
finde ich auch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal an Nitrado, dass sie uns hier den Server zur Verfügung stellen. Das ist sehr nett. Das finde ich echt sehr, sehr nett. Also ich will jetzt hier keine großartige Werbung dafür machen. Ihr müsst selber wissen, wo ihr euren Server mietet. Und vielleicht gibt es auch bessere Anbieter. Das wissen wir selber nicht. Auf jeden Fall haben wir da gute Erfahrungen gemacht, einen netten Kontakt gehabt und so. Und von daher sage ich das sehr auch an dieser Stelle, dass man uns hier so unterstützt. Sehr nett. Dann, ich freue mich auf die nächste Folge von Space Engineers in der Kreativfolge. Das wird übermorgen sein. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.